Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Pokémon Feuerrot. Wir befinden uns gerade auf dem Radweg und wir haben das letzte Mal ein neues Team-Pokémon gefangen. Und ich möchte gerne nochmal nicht in den Beutel gehen, sondern unsere Pokémon angucken. Und ich möchte mal schauen, was Tarkek so für geile Attacken hat. Denn das hat mich ja schon sehr begeistert, was der hier zu bieten hat. Er hat nämlich Tempo-Hieb. Extrem schneller Hieb, der stets zuerst trifft. Also sowas wie Ruckzuck-Hieb. Außerdem Donnerschlag, Eisschlag und Feuerschlag. Ihr seht schon die Triade der Attacken, ja. Die Dreieinigkeit der Superattacken, so nennt man das immer offiziell. Donnerschlag, Eishieb, Feuerschlag, die Triple Elemental Combo. Ja, die haben wir jetzt hier dabei. Sehr schön, zurück bitte. Sehr schönes Pokémon. Und wen tun wir an die Spitze? Ich würde sagen wieder Sykorax, ne? Immer, dass das schön so halbwegs ausgeglichen ist. Und gegen dich haben wir auch noch nicht gefightet, aber das ändern wir jetzt. Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Was soll das denn heißen? Ich habe hier mehr Geld als du, Wetten. Lionel. Glatzkopf Lionel mit Nidoran Männchen. Ja, wenn du willst, dann können wir gerne fighten. Ich weiß nicht, ob du eine Chance hast. Ich glaube, ich raube eher dich aus. Also, ne? Immer schön realistisch bleiben, würde ich mal sagen. Nidoran hier überhaupt keine Chance, ja? Mit einem Schlag ist er einfach weg. Weg vom Fenster. Direkt hier in den See geschmissen. Der hier direkt nebenan ist, wo ich eben noch naja. Oh nein, Schluckweg. Oh, dieses Pokémon. Ich muss mir an die Stirn fassen. Wer auch immer dieses Pokémon designt hat, gehört gesteinigt, ey. Schlimmstes Pokémon. Ich hoffe, niemand von euch hat Schluckweg als geheimes Lieblings-Pokémon. Und ich mache das die ganze Zeit hier so fertig, ey. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen mehr zurückhalten. Amnesie. Oder Ameise, wie ich früher immer gesagt habe. Früher. Damals. Pokémon Blau. Ich war 7 Jahre alt oder so. Und ich kannte keine Wörter. Probieren wir mal Verfolgung aus. Vielleicht haut das ja richtig hart rein. Ne. Volltreffer, aber total scheiße gewesen. Oh, der bufft sich hier die ganze Zeit nur hoch. Wer weiß, was gleich kommt. Gleich kommt Feuersturm oder so. Ach, Spezialverteidigung bufft er sich damit. Ja, dann. Dann machen wir einfach mal Ruckzuck-Hieb. Trugschlag wäre sinnlos, weil damit kann ich ihn nicht töten. Das ist unmöglich. Ja, das ist alles ziemlich schlecht hier. Dann bleiben wir doch lieber bei der Metallklaue. Bring ihn bitte um. Danke. Man muss nur bitte sagen und dann funktioniert das auch hier, ne? Volltreffer, sicher. Sehr schön. Sykorax, good job. Level up auch noch als Belohnung, sehr schön. Die Luft ist raus. Aus deinem Reifen wahrscheinlich. So, aufpassen, dass man hier keinen Trainer übersieht, denn es gibt hier mehrere Spuren. Wir sind Biker, Könige des Highways. Und damals, also damals, was ist damals, vor 2 Minuten oder so, wo ich offscreen bis zum Pokémon Center gedüst bin mit dem Fahrrad, habe ich das Fahrrad wieder lieben gelernt. Ich mag das, wie sich das verhält hier. In Saphir habe ich das Fahrrad ja so gut wie nie benutzt, weil ich damit nicht umgehen konnte, weil das einfach so eine Beschleunigung hatte. Das war schlimmer, als wenn man Asteroids gespielt hat. Kennt jemand von euch noch dieses gute alte PC-Spiel Asteroids, wo man da so beschleunigt und dann fliegt man da wie komplett gestört, komplett unkontrollierbar durch den Raum der Galaxis. So ähnlich war es mit dem Fahrrad in Pokémon Saphir auch. Das hat so eine Beschleunigung. Wenn du das in einer Menschenmenge benutzt, dann gibt's Tote, ja, weil du nicht aufhören kannst zu bremsen und du fährst alle über den Haufen. Aber hier in dieser Edition ist das mit dem Fahrrad noch richtig cool. Das ist einfach schön konstant schnell. Eine schöne konstante Beschleunigung von 0 auf 100 in 0 Sekunden. So mag man das doch, ne? Hallo, wieso macht das so viel Schaden? Alter! Zum Glück nur 2-mal getroffen, ey. Sonst wäre ich aber sehr richtig ausgerastet. Was ist das für eine Attacke gewesen? Wieso macht das denn so viel Schaden? Energiefokus. Oh nein, jetzt kann das auch noch besser volltreffern. Das ist ja uncool. Mach mal bitte Aquaknarre hier, dass der schnell hier verschwindet, dieser Typ. Das ist ja eine Massenvernichtungswaffe hier. Ähnlich wie das Fahrrad in Pokémon Saphir. Oh Mann, ey. Dieses Knogger, ey. Das ist dieser brutalste Pokémon hier. Ah, zum Glück ist er jetzt Geschichte. Weg vom Fenster, kann man getrost sagen. So, wunderbar. Du hast zum Glück kein weiteres Pokémon, da bin ich froh. Ich bin voll auf die Nase gefallen bei voller Fahrt. Oh, das tut bestimmt weh, vor allem wenn man ohne Helm fährt, ne? Motorradfahrer ohne Helm. Was ist das bitte, Nintendo? Was vermittelt ihr hier für Werte für die Kinder? Wir müssen uns heilen übrigens. Deswegen öffne ich gerade den Beutel. Also nicht, dass ihr irritiert seid über die Sachen, die ihr gerade seht. So. Heilung auf Phobos, weil der hat ja ordentlich was abgekriegt, ey. Das hat ihm nicht gut getan hier, dieser Kampf.
So, gibt's hier noch irgendwelche Trainer-Dudes, die wir ausgelassen haben? Und was ist das? Ein Hinweis! Achte auf weggeworfene Items! Ein Hinweis! Ja, ja, hab's gelesen. Was ist hier? Tipps für Trainer! Jedes Pokémon ist einzigartig. Selbst gleiche Pokémon mit identischem Level unterscheiden sich voneinander. Tipps für Trainer. Oh, das ist so kacke, weil man hier die ganze Zeit bergab fährt und die ganze Zeit drückt der Controller quasi nach unten, obwohl ich gar nicht drücke. Und deswegen liest der das verdammte Schild die ganze Zeit pausenlos. Ich komme gar nicht weg von diesem Schild. Das ist eine Paralysetechnik. Und was steht hier? Tipps für Trainer. Drücke den B-Knopf, um von Schildern wegzufahren. Ah, das wusste ich wirklich gar nicht. Das ist cool. Geil. Und das braucht man so häufig, ne? Weil es so oft Gefälle gibt in diesem Spiel. Gut. Ah, das ist quasi die Bremse, ne? Ist hier noch jemand, der auf die Fresse haben möchte? Oder habe ich hier alle schon verscheucht? Haben alle schon gehört von mir, ne? Der King of the Highway ist zurück. Ah, du hast noch nicht gehört? Okay, dann bekommst du halt noch auf die... Ein wenig abnehmen. Ja, dann... Dann steh hier nicht rum, sondern fahr gefälligst mit deinem Fahrrad. Und zwar bergauf. Glatzkopf Götz. Der heißt sogar Glatzkopf. Also das ist sein Name, nicht Götz, sondern Götz ist die Trainer. Oh nein! 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 Die Killermaschine ist zurück. Despota, schlimmer als das Fahrrad. Schlimmer als Knogger. Oh mein Gott, Despota. Nein, bitte nicht. Oh nein, Despota. Ich habe Paranoia gegenüber Despota. Das ist das schlimmste Pokémon, was es gibt. Neben Smogon, Elektroball, Georock, Geowatz und alle, die sich sonst noch so in die Luft sprengen können. Oh mein Gott. Und er versenkt meine Verteidigung. Oh mein Gott. Das ist so scheiße. Ich hoffe, Nereid kann ganz gut tanken. Mach mal Aquaknarre, bitte. Töte ihn bitte am besten schon. Ich habe sowas von Schiss vor Despota. Kenner meines Kanals werden wissen, wieso. Der hat schon insgesamt 4 oder 3 Pokémon in Nuzlocke-Challenges von mir getötet und jetzt... Oh mein Gott, was ist hier los? Wieso macht der Typ so unfassbar verdammt viel Schaden? Das ist nicht der Ernst von ihm. Da muss irgendeine Zahl verdreht worden sein in dem Programmcode. So, das ist doch unmöglich, dass der so viel Schaden macht. Und wer kann bitte mehr aushalten? Gibt es irgendjemanden, der das überleben könnte? Gibt es irgendjemanden, der das überleben könnte? Ich benutze den Hypertrank, den wir haben. Wir haben einen Hypertrank. Und der wird... Oder Elixier? Ach, das füllt nur AP auf. Okay, das wäre jetzt ein großer Fail, wenn ich das benutzt hätte, ohne zu lesen, was das macht. Okay, Hypertrank. Und ich hoffe einfach mal, dass du nicht nochmal diese Attacke benutzt. Steinhagel. Alter! Wieso ist das überhaupt sehr effektiv? Das kann gar nicht sein. Das ist überhaupt nicht möglich. Ich muss auf jeden Fall hier auswechseln. Das ist, gefällt mir gar nicht, wie das läuft. Das... Ja, ich weiß doch, dass er kämpft. Ich wollte ihn tauschen. Oh mein Gott. Wehe, Phobos stirbt jetzt auch. Oh nein, das wäre so blöd. Kreideschrei, okay. Verteidigung gesenkt. Ist schon mal super scheiße. Sinkt stark sogar. Oh mein Gott. Das gefällt mir alles nicht. Ich hasse Despotas. Ich hasse sie. Aquaknarre, bitte töte es. Bitte töte es. Nein, das war nicht bereit. Oh mein Gott. Nein. Nein. Nicht effektiv. Angeblich, hat trotzdem super viel Schaden gemacht. Oh nein, ey. Komm, bitte treff. Bitte töte es. Oh, danke. Und wehe, du hast noch einen Despotar. Dann raste ich komplett aus, ja. Despotar, ey. Schlimmstes Pokémon. Raptane. Okay, damit können wir umgehen, Leute. Das ist ein Pokémon, welches wir handeln können. Raptane. Oh Gott, ey. Despotar. Oh, Despotar. Meine Furcht vor Despotar kommt nicht von umsonst, ja? Despotar hat bereits in der Saphir-Challenge 2 Pokémon getötet und auch schon in dieser Challenge, Feuerrot, mindestens ein Pokémon. Also der hat schon ordentlich was auf dem Konto. Das ist das Schlimmste der Welt. Geowatz ist auch so ein Kandidat, vor dem ich richtig Schiss habe. Der hat nämlich auch 2 Pokémon von mir getötet in der Saphir-Challenge. Zum Glück hier in diesem Spiel noch nicht, aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Sehr lustig, wie manche Pokémon... einem so richtig im Gedächtnis bleiben als richtige Tötungsmaschinen. Gibt es auch welche, wo ihr das so empfindet? Vielleicht ist ja für jemanden von euch Fluffeluff die absolute Killermaschine. Das wäre lustig. Dann schreibt das in die Kommentare. So, fliegen! Mach ihn platt!
Despota, ey. Ich komm nicht drüber weg, Despota. Ich will einfach nur weg von diesem Trainer, ey. Wer weiß, was der noch so in deinem Ball hat. Oder wenn er seinen Beleber benutzt. Stell dir vor, der benutzt jetzt seinen Beleber, um Despota wiederzuholen. Dann bin ich aber sowas von im Arsch. Mediti. So heißt, so wird er nämlich ausgesprochen, mit seiner Zwiebel auf dem Kopf. Ist wirklich eine Zwiebel, oder? Oder so eine Knoblauchknolle. Eher eine Knoblauchknolle. Das Knoblauch-Pokémon. Das sagt immer der Pokédex, wenn Ash ihn auf das Medizier hält. Kraftreserve, das hat überhaupt nichts gebracht, weil ich in der Luft war. So, jetzt töte das mal bitte. Das ist nämlich sehr effektiv, habe ich gehört. Oder auch... Oh ja, okay. Ich wollte schon sagen, so wenig. Aber das war nur der Sandsturm. Okay. Dein letztes Pokémon ist jetzt noch bereit, in den Kampf geschickt zu werden. Und es ist Zwirklob. Dagegen machen wir irgendwas super Schlaues. Probieren wir doch mal Tarkhack aus. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, eigentlich sollte ich noch nicht auf dieser Route sein. Das kommt mir irgendwie so vor, als ob ich diese Route noch nicht machen soll zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, Route 12, 13, 14, 15. Der andere Pfad, der nach Fuxania City führt, den soll ich eigentlich zuerst machen. Und ich mache einfach das hier zuerst, was ziemlich idiotisch ist eigentlich. So, dann schauen wir mal, wie geil unsere Attacken hier sind. Mit einem richtig, richtig schön saftig kalten Eishieb. Super schlecht. Dankeschön. Dann halt eine andere Attacke. Wollte ich sowieso nicht, war aus Versehen ausgewählt. So, was machen wir stattdessen jetzt? Einen richtig schön, richtig saftig heißen Feuerschlag, ja? Ist auch scheiße, verdammt. Und Konfusstrahl, oh. Das ist ja, oh, es läuft alles nicht so gut hier. Aber Noctchan ist ja auch nicht bekannt dafür, den höchsten Angriff der Welt zu haben, sondern eher so die Verteidigung. Aber trotzdem, ein bisschen mehr Schaden hätte ich mir jetzt schon erhofft, wo ich dich doch noch so in die Himmel gelobt habe das letzte Mal. Ha. Ja, nee, dann wechseln wir aus. Ich möchte mich nicht selber hitten hier. Das wäre nämlich ziemlich dämlich und Hydra ist die einzige Wahl, die wir hier haben. Alle anderen sind schon halb K.O. Ich muss unbedingt mal einen Trank reinschmeißen. Ein Trank. Erstauner. Auch das noch. Erstauner. Ja, ich glaube, Glut ist die Attacke der Wahl, die ich hier benutze. Ich weiß immer nicht, ob Fliegen trifft. Das sind so Basics, die man eigentlich kennen sollte. Und ich kenne sie nicht. Deswegen bin ich ein Noob. Gesichte. Ja, das bringt dir jetzt hoffentlich gar nichts. Das ist ziemlich dumm, dass du das eigentlich gemacht hast. Weil du bist jetzt K.O., mein Freund, ja. Ich glaube nicht, dass der Sandsturm jetzt 77 Schaden macht bei mir. Aber 7. Oh, was? Ach so. Ich dachte schon, das war meine gute Attacke, ey. Der Sandsturm, der irritiert mich ja mehr, als er Schaden macht. So, das ist zum Glück endlich Geschichte gewesen mit Götz hier. Eine gute Übung, ja. Ja, mit deinem Despota, ey. Schlimmster Kampf auf dieser Route bisher. Oh, dieses Despota. Leute. Und es war mir schon klar, dass es so eine Tortur wird, als er schon die Arena betreten hat. Ich wusste schon dann, das wird die Hölle auf Erden, was mir jetzt entgegenkommt, ja. Und diese Prophezeiung hat sich bewahrheitet. So, heilen wir unser Team auf. Also dieser Kampf hat unser Team richtig gut mitgenommen, ey. Das hat ordentlich hier Schaden gefressen. Das ist schon der vierte Supertrank, den ich hier benutze. Na gut, das soll reichen. Das soll reichen. So. Wir waren stehen geblieben, um zu gucken, ob noch jemand hier nicht gehört hat, dass wir jetzt der King dieses Radweges sind. Und da gibt es ja auch noch die zweite Spur, die wir ja auch noch lang fahren möchten. Da. Hier ist nämlich auch noch ein Trainer, der auch noch auf die Fresse will. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Ich hoffe, du hast keinen Voltoball, weil der kann sich in die Luft sprengen. Und mit sowas habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Du hast zwei Pokémon, nämlich Jurob. Jurob ist cool. Jurob ist echt cool. Machen wir einfach mal Metallklaue und schauen, was passiert. Obwohl Eis ist, glaube ich, gut gegen Käfer. Ich hoffe, er hat nicht Aurora-Strahl oder so eine Scheiße. Das wäre nämlich blöd. Erholung. Okay. Wenn dir die paar KP-Verlust schon so wichtig sind, dass du dafür schon dich einschläfern lässt. Und dann nicht mal mit der Relaxo-Strategie, der sich ja sofort aufwecken konnte, weil er die Beere noch gefressen hatte. In seinen Backen, wo er seine Nahrungsmittelvorräte für das nächste Jahrzehnt aufbewahrt.
Nicht sehr effektiv. Warum eigentlich nicht? Das ist aber uncool. Das ist aber uncool. Aber sollte trotzdem jetzt reichen. Mit dieser Attacke sollte Jurob nicht über... Und jetzt wacht er auch noch auf. Nein, oh, Stahl, er kann das wirklich. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Aber es ist überhaupt nicht effektiv. Was? Was? Ich dachte, Xerox ist Käfer. Und Eis ist doch gut gegen Käfer. Ich muss echt mal so langsam hier die Typ-Tabelle auswendig lernen. Irgendwie habe ich da falsche Vorstellungen. Ich mache mich hier voll die wahren Vorstellungen und dann ist das aber in Wirklichkeit völlig unberechtigt. Das ist ja peinlich immer, dass sowas passiert. Und die ganzen Leute hier, die das schauen, die ganzen zwei Leute, die lachen die ganze Zeit und... Was für ein Idiot! Idiot! Kennt nicht mal die Typen seiner Pokémon! So ungefähr stelle ich mir das vor. Und das zu Recht. Weil es ist ja auch super dumm gewesen von mir. Naja, also Krabi hatte zumindest keine Chance, weil ich zumindest wusste, dass Pflanze gut ist gegen Wasser, ja? Das ist eine Sache, die ich mir merken konnte. So, Christoph, keine Chance, ja? Du hast mich geerdet. Ah, lustig. Erden ist immer toll. Oh, noch einer hier will fighten. Meine Pokémon entwickeln sich nicht weiter. Ja, das Problem hat Ash auch mit seinem Pikachu. Du hast auch... German! Alter, was ist das denn für ein deutscher Typ? German! Alter, Glatzkopf, German! Mit Ninja-Tom. Oder German vielleicht, aber ich glaube German ist das Richtige. Ja, verbrennen wir den einfach mal, nicht? Verkokeln wir den eine Runde. Ninja-Tom. Mit seinem scheinheiligen Heiligenschein. Ich weiß gar nicht, ob ich treffen kann überhaupt damit. Ich glaube, der ist nämlich immun gegen irgendwelche Attacken. Ich glaube, gegen physische Attacken oder so ist der immun. Das ist eine ganz crazy Kombination oder so. Aber gegen Feuer hat er natürlich gar nichts. Gar keine Schnitte hat er gegen Feuer. Und das finde ich gut so. Das ist nämlich richtig schön. So, German, keine Chance. Hey, was sollte das? Ich weiß noch gar nicht, ich habe einen Kampf hier. So, wie viele Leute kommen denn hier eigentlich noch? Da ist noch einer. Ich würde nämlich gerne den Part beenden und aufhören. Aufhören! Bitte aufhören! Ich habe nämlich Hunger. Und wenn man Hunger hat, muss man Parts beenden und essen. Das werde ich jetzt nämlich tun und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Pokémon Feuerrot und wir den Radweg hier weiter erkunden. Denn wir sehen, hier gibt es wirklich Trainer, die richtig jetzt faustdick hinter den Ohren haben und uns richtig Schellen verteilen, ja. Zum Beispiel dieses Despot da vorhin, ey, da habe ich richtig... die Kackwurst in meiner Unterhose ist, naja, das trägt jetzt nicht zum Thema bei. Aber das nächste Mal sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Feuerrot. Bis dann, Leute, und tschüssikowski!